Hallo, willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Online. Diesmal wieder mit dem elementaren Deck, was ich eigentlich nicht benutzen wollte, sondern eher notgedrungen, ja, benutzen musste. Denn mir ist aufgefallen, ich habe ja die Bannliste, also die Bannliste ist ja neu. Und die ganzen Karten, die dann da neu halt kamen, also ich habe die ganzen Decks, die ich habe, nicht überarbeitet. Nur ein paar. Und ich wollte gerade das Kristallungeheuer-Deck nochmal benutzen. Aber da sind ein paar Karten drin, die halt verboten sind. Und das ist scheiße. Und deswegen, ja. Und das ist echt dumm. Ich kann mir nicht mehr merken, gegen wen ich schon gespielt habe und nicht, weil das jetzt schon mittlerweile so viele war. Hä? Endphase? Okay. Dann wird wohl eine Tragödie geben oder so. Weil das halt so viele sind. Das ist ein bisschen dumm. Und ich muss mein Deck nochmal überarbeiten, von wegen Extra-Deck und alles. Mich gerade hier unten dran erinnert. Extra Deck mit 40 Karten und so. Extra Deck mit 40 Karten, soweit gibt es. Okay. So, dann greifen wir mal an. Jetzt kommt bestimmt der Effekt von Dings. Wie heißt der nochmal? Ja, genau. Gores. Gut ist, ich kann aber einfach hier Dings aktivieren, ne? Okay, dann würde ich sagen, sind wir mal ein bisschen asozial. Und aktivieren Blitzeinschlag, ne? So. Tschüss. Und das war's dann damit. Gut, dass der schon mal weg ist. Dann hat er die 2000 Lebenspunkte umsonst verloren. Ich hoffe mal, der hat den nicht nochmal. Aber wie kommt mir der Name bekannt vor? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Tut mir wie gesagt leid, wenn ja ich jetzt nicht nochmal gegen den spielen sollte und schon mal gegen den gespielt habe. Aber das ist halt schwer sich zu merken. Ich wüsste auch irgendwie jetzt gerade keine Möglichkeit, wie ich das ja zu 100% sicher abschätzen könnte, ob ich schon gegen einen gespielt habe oder nicht. Ich meine, da wird auch nicht angezeigt. Starlight Road, Straße zum Sternlicht. Die werde ich auf jeden Fall mal setzen, denn die ist richtig gut. Und ich habe übrigens auch einen Sternschabdrachen im Deck. In meinem Extra-Deck seit neuestem. Ich weiß gar nicht, wen ich dafür rausgeholt habe. Habe ich vergessen. So, mal gucken. Oh, Sparkman. Warum haben die alle ein Elementarhelden-Deck, ey? Das ist viel zu viel heldisch. Na komm, das lohnt sich nicht, das jetzt zu annullieren. Da annulliere ich lieber sowas wie Spiegelkraft oder so. Wow, Avian ist zu stark. Ich krieg Angst. So weg. Gut. Ich hoffe nach der Ansage da beim letzten Mal, dass man das Passwort nicht benutzen soll. Machen die da dann mehr? Oh Gott, der hat ein finsteres Heldendeck, ne? Ich lass einfach mal. Mal gucken, was passiert. Jetzt müsst ihr eigentlich diese Fusion da, die Flammenflügelmann-Verschnitt kommen. Hä? Nein, nicht das Vieh. Oh Gott, 5500 Angriffspunkte. Lustiges. Mag ich ja Zylinder. Dann hat er nur noch 5 Lebenspunkte. Das wäre dann ein sehr schnelles Duell. Das Geile ist, falls er da jetzt zum Beispiel finstere Bestechung ist, der kann ihn nicht aktivieren in dem Zug, wo er sie gelegt hat. Das wird wehtun. Oh Gott. Bäm. Und so schnell hat man nur noch 500 Lebenspunkte. Vielleicht kriege ich ja mal einen perfekten Run hin. Ich wollte zuerst auch das Evil Hero Deck nehmen, also das böse Helden Deck. Aber dann habe ich mir irgendwie gedacht, ja gut. Gegen noch einen Angriff kann ich mich jetzt nicht wehren, ne? Defense. Ich mache einfach mal so. Und falls der dann, obwohl, ne, Sternschabdrache bringt mir dann ja auch nichts. Scheiße. Ich muss irgendwie sein Monster zerstören, wie werde ich ja los? Blitzeinschlag habe ich schon verbraucht. Schwarzes Loch werde ich wohl eher nicht ziehen. Spiegelkraft, naja. Und wenn ich jetzt nochmal magische Zylinder ziehe, das wäre ein bisschen lame. Ja, egal. Oh, was passiert? Hä? Scheiße! Oh Gott, WTF! Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Mist! Scheiße, was mache ich jetzt? Nein, die bringen mir aber gar nichts. Fuck! Ich kann nichts machen. Ich setze mal die. Okay, Reißenattribut wäre jetzt doch ganz gut, den zu aktivieren. Ich kann nichts machen. Oh Gott, werde ich dann verlieren? Nee, oder? Oder doch? Nee, werde ich nicht. Oh Gott, geh weg! Spiel Monster, spiel Monster, spiel Monster. Komm schon, spiel Monster. Los. Ja, der spielt Monster. Geil. Ich kann Reißen-Attribut aktivieren.
Oh, oh, schade, jetzt habe ich doch noch so viele Lebenspunkte verloren. Und eben hatte ich nur auch 1000. So, und jetzt wird mal hier schön reißender Tribut aktiviert, ne? Falls jetzt eine Karte hat, um dazu annullieren, annulliere ich die durch Shidi-Karte. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich meine, ich habe 2 Karten, um die zu annullieren, ne? Hier. Solemn Warning in Dark Bribe. Ha, geil. Weggebäscht, ey. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch Monster. Und da haben wir auch schon den Woodsman. Wisst ihr was? Ich will jetzt das Duell nicht so schnell beenden, deswegen kommt er erstmal im Verteidigungsmodus. So. Ich gebe dem noch eine Chance, ne? Ich bin ja so nett, ne? Wehe, ich spiele jetzt irgendwie nochmal eine irgendeine Scheißkarte. Fragezeichen? Ja, ich habe extra angegriffen. Oh, dunkle Fusion. Wisst ihr was? Komm her. Hier, bam. Am Arsch. Tschüss. Das war dann damit. Wetten wir die nochmal, dann aktiviere ich einfach Hedi. Ne, dann hätte ich ein bisschen viel Lebenspunkte verloren. Noch ist nichts entschieden. Nur, ich kann einfach angreifen. Ich habe irgendwie gefühlt, dass das nichts bringen wird. Egal, komm. Ich vergesse immer, dass schwerer Sturm jetzt noch da ist. Stimmt, Marshmallow, wenn ich jetzt Marshmallow hätte, ey, dann hätte der so oder so verloren. Der wird jetzt aber nicht ernsthaft angreifen, das wäre ein bisschen fail. Der würde nämlich 8 und Lebenspunkte verlieren, hätte verloren. Ah, cool. Er hat mich angegriffen. Euer Nova King. Okay. Euer Nova King. Ich kann fusionieren. Komm, ich greife einfach mal mit dem hier an. Der verliert 300 Lebenspunkte, hat nur noch 200. Das ist irgendwie ganz lustig. Und Attacke. Ich ziehe das jetzt voll in die Länge. Wird eh was, oder? Ich annulliere das einfach. Das ist unfair, wenn man so viele Karten hat, um die zu annullieren. Und tschüss. So unfair. Ich sollte aber nicht so viel rumspaßen, denn das sollte man bei Duellen nie machen. Selbst wenn man sich sicher ist, das kann sich jetzt so von schlagartig ändern. Ich meine, was ist, wenn der jetzt schwarzes Loch macht? Okay, ich kann dann hier die aktivieren, ne? Oh, jetzt kann ich sie nicht mehr aktivieren. Scheiße. Aber ich kann hier die aktivieren. Ma, ich wollte Sternenschaubdrache mal beschwören. Jetzt bin ich beleidigt. Er hat nur noch 200 Lebenspunkte. Hat nur noch 200 Lebenspunkte. Ich finde das Artwork, was da halt ist, also das normale Artwork von Best Ten Tricks, irgendwie total ungewohnt, weil die da so halb nackt ist. Warum hat er das denn jetzt gemacht? Hä? Okay. Stehe ich nicht ganz, aber egal. Geil, jetzt kann ich auch... Wie unfair, jetzt kann ich auch noch... Na komm, machen wir das noch. So richtig nett. Sind wir mal so richtig nett. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt wieder meine Lieblingstaktik. Hä? Nein, ich will nichts aktivieren. Ich mache meine Lieblingstaktik. Kennt man ja, ne? Und zwar Absolute Zero plus Acid gleich tot. Habe ich schon lange nicht mehr beschworen, mein Absolute Zero. Ha! Kommen Erinnerungen hoch. Von vor 10 Tagen oder so. So. Schön fusionieren. Angriffsmodus. Dann, ne, hier. Maskenwechsel. Und es ist entschieden, denke ich mal, oder? Was ein Mongo. Okay, da bringt ihm gar nichts, ne? Komm, machen wir mal so. Und tschüss, Maskenwechsel von ihm. Hat mir jetzt zwar nichts gebracht, also seine Monster wären sowieso zerstört geworden. Hä? Seine Monster wären sowieso so zerstört geworden, aber egal. Also, dort hätte jetzt so oder so nichts gebracht. Und er hat gewonnen. Es sei denn, der Kuribo, das wäre lustig. Oh, kein Kuribo, schade. Gut, dann habe ich jetzt für heute genug aufgenommen. Ich weiß nicht, welches Deck ich benutzen soll, weil ich die noch überarbeiten muss. Ich könnte das Ujamaa-Deck nochmal benutzen und dann ein bisschen überarbeiten. Ja, das mache ich. Ich überarbeite das. Hä, ich benutze das und überarbeite dann. Nee, ich überarbeite es und benutze es dann. Okay, so. Also, nächste Runde im Ujamaa-Deck. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Part. Ich klatsche jetzt noch ein paar Synchro-Monster. Vielleicht doch Xyz-Monster rein. Und denkt dran zu bewerten. Bis dann.